Hey meine neugierigen Freunde, es ist immer wieder spannend, einen Blick zurück in die Urzeit zu werfen. Etwas, das Millionen Jahre zurückliegt und schon lange vergangen ist, strahlt immer eine gewisse Sehnsucht und Nostalgie aus. Denn man würde gerne wissen, was genau damals passiert ist. Und wenn man dann Hinweise oder sogar physische Beweise dafür findet, was in der Vergangenheit vor sich gegangen ist, dann ist das schon immer ganz besonders aufregend. Ich kann mich erinnern, dass ich in meinem Urlaub in Westaustralien im Jahr 2019 einen solchen Moment erlebt habe. Als ich im Kalbarri-Nationalpark unterwegs war, stieß ich plötzlich auf diese urzeitlichen Fußspuren im Gestein. Daneben war eine Informationstafel angebracht, die erklärte, dass diese Fußspuren einem Lebewesen vor über 400 Millionen Jahren zugeordnet werden können, einem sogenannten Eurypterid. Das waren skorpionähnliche Arthropoden, die vermutlich amphibisch lebten. Das heißt, sie waren sowohl im Wasser als auch an Land unterwegs und gehörten zu den ersten Lebewesen überhaupt, die den Schritt aus dem Wasser an Land gemacht haben. Sehr wahrscheinlich lebten sie in kleinen Tümpeln, die mit der Zeit austrockneten, sodass sie sich anschließend auf die Suche nach einem neuen Tümpel machen mussten und dadurch diese Spuren im nassen Schlamm hinterließen, die dann aushärteten und so auch heute noch sichtbar sind. Das hat mich so fasziniert, dass ich die Fußspuren ganz nah betrachtete und sie auch mit geschlossenen Augen berührte und fühlte, um mich in diese Zeit zu versetzen und das Ganze richtig in mich aufzusaugen. Denn das, was ich dort vor mir hatte, sind Beweise dafür, dass bereits vor über 400 Millionen Jahren Tiere gelebt haben. Und ich, der sich heute mit Autos und Smartphones durch die Welt bewegt, darf das trotzdem noch mit meinen eigenen Augen sehen. Das war ein toller Moment. Und ein Forscherteam um den Geobiologen Shuhai Xiao von der Virginia Tech University hat tatsächlich sogar noch ältere Fußspuren als die im Kalbarri-Nationalpark gefunden, nämlich diese hier. Sie wurden in uralten Kalksteinschichten der Drei-Schluchten-Region am chinesischen Fluss Yangtze im Juni 2018 entdeckt und sind unglaubliche 551 bis 541 Millionen Jahre alt. Das heißt, sie entstanden im Zeitalter des Ediacariums. Es sind damit die ältesten Fußspuren, die je auf der Erde entdeckt wurden und gleichzeitig die bislang frühesten Hinweise auf die Evolution des Laufens. Sie entstanden sogar noch vor der sogenannten kambrischen Artenexplosion, einer explosionsartigen Vermehrung der Tierarten auf der Erde in einer relativ kurzen Zeitspanne im Zeitalter des Kambriums. Diese Spuren zeigen, dass es auch damals schon Tiere gab, die Paare von Gliedmaßen besaßen und demnach bilateral symmetrisch aufgebaut waren, so wie zum Beispiel die heutigen Ringelwürmer oder Arthropoden wie Krebse oder Tausendfüßer. Das war im Zeitalter des Ediacariums tatsächlich etwas Besonderes, denn es gab ansonsten eigentlich nur nicht symmetrische Lebewesen wie zum Beispiel Schwämme oder Quallen. Die Tiere, die diese Fußspuren hinterließen, könnten also die ersten richtig auf Beinen laufenden Tiere gewesen sein, was ein bis dahin völlig neues Fortbewegungskonzept in der Evolutionsgeschichte darstellt. Tiere bewegten sich bis dahin vor allem mit Hilfe von schlängelnden Bewegungen der Weichteile durchs Wasser oder am Meeresboden entlang. Die Fußspuren zeigen, dass Tiere möglicherweise bereits im Zeitalter des Ediacariums an Land leben konnten oder zumindest sowohl im Wasser als auch an Land. Es könnte genau der Übergang gewesen sein. Die Forscher vermuten, dass diese Tiere in Flussbetten lebten und dort Behausungen gruben sowie sich regelmäßig in Sediment eingruben, um dort abgestorbenes Material zu finden und als Nahrung zu verwerten. Die Fußspuren zeigen auch, dass sich bestimmte neuartige Körperbaukonzepte nicht schlagartig während der kambrischen Artenexplosion entwickelt haben, sondern schon deutlich früher und langsamer im Zeitalter des Ediacariums. Wie das Lebewesen, das diese Spuren hinterließ, genau aussah, können die Forscher nicht exakt sagen, denn es gibt bisher keine bekannten fossilierten Körper aus dem Zeitalter des Ediacariums, bei denen Beine erkennbar sind. Die damals lebenden Tiere besaßen üblicherweise auch noch keine Hartteile, die gut hätten versteinern können, während die Weichteile nach dem Tod der Tiere zu schnell verwesten, um zu Fossilien zu werden. Oft sind nur Abdrücke dieser Weichteile im Kalkstein erhalten geblieben, von Lebewesen, die sich noch nicht über den Boden erheben und gehen konnten. Aber auch bei diesen Abdrücken ist nicht hundertprozentig klar, von welchen Tieren sie stammen, denn sie erinnern oft auch einfach nur an Pflanzenblätter. Vielleicht waren es also auch gar keine Tiere.
Das ist bei diesen Fußspuren anders. Sie stammen eindeutig von einem Tier. Aufgrund der geringen Größe des Tieres von nur wenigen Millimetern bis hin zu maximal 1,4 Zentimetern haben die Forscher allerdings wenig Hoffnung, dass sie irgendwo im Kalkstein doch noch fossile Überreste des Tieres finden können. Anders war das bei diesem Fossil, einer einzigartigen Überlieferung eines 425 Millionen Jahre alten Tausendfüßers, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts auf der schottischen Insel Kerrera gefunden wurde. Erst im Juni 2020 führte dann ein Forscherteam um Michael Brookfield von der University of Texas und Stephanie Suarez von der University of Houston die Altersbestimmung durch, indem sie winzige Zirkonkristalle im Gestein analysierten. Zirkone eignen sich gut für eine radiometrische Altersbestimmung, da sie Spuren von radioaktiven Nukliden enthalten. Deren Zerfallsreihen sind bekannt, das heißt, man kann damit bestimmen, wann sich der Kristall gebildet hat, indem man die Isotopenverhältnisse misst. Stephanie Suarez hat außerdem eine neue Methode entwickelt, mit der sich die Kristalle leichter aus dem umgebenden Gestein lösen lassen. Die Analyse ergab, dass es sich bei diesem Lebewesen um das früheste an Land lebende Tier handelt, das bisher je als Fossil überliefert werden konnte. Die Forscher sprechen vom ältesten bisher entdeckten Krabbeltier. Sie nannten den 425 Millionen Jahre alten Tausendfüßer Cambycaris obanensis. Der Fund stammt aus dem späten Silur, dem Zeitalter, in dem sich die ersten Knochenfische entwickelten. Während die Wirbeltiere also noch ganz auf ein Leben im Wasser beschränkt waren, eroberten die Gliederfüßer bereits das Land. Und Cambycaris obanensis war wahrscheinlich in einer der ersten Besiedelungswellen mit dabei. Der Tausendfüßer war mit 2 bis 3 Zentimetern Länge nicht sehr groß und deutlich kleiner als heute lebende Tausendfüßer. Doch sein Körperbau zeigt, dass er eng mit den heute lebenden Arten verwandt ist. Cambycaris obanensis ist übrigens gleich alt wie die älteste je entdeckte Landpflanze, die einen Stiel besaß. Sie heißt Cooksonia und ist ebenfalls 425 Millionen Jahre alt. Es ist immer wieder erstaunlich, was die Wissenschaft heutzutage herausfinden kann und wozu die Forschung in der Lage ist. Die Urzeit versprüht eine unglaubliche Magie. Man fragt sich immer, ob das alles wirklich so geschehen ist. Und auch die Zeiträume, um die es sich dort dreht, sind so unfassbar lange, dass man sich teilweise kaum vorstellen kann, dass es damals schon alltägliche Dinge wie Wasser, Felsen, Pflanzen und Tiere gab. Doch die Fossilien beweisen es, denn es ist wohl kaum möglich, dass Strukturen im Gestein wie zum Beispiel ein komplettes Tyrannosaurus Rex-Skelett rein zufällig durch dichte Unterschiede entstanden ist und rein zufällig eine sinnvolle anatomische Form ergeben hat. Sich vorzustellen, dass auch damals schon Tiere ihrem Alltag nachgingen, Hunger und Durst hatten und vielleicht sogar schon richtig denken konnten, fasziniert mich ungemein. Sie wussten noch nicht, dass eines Tages wir Menschen kommen würden, in Millionen von Jahren. Und wenn man sich einmal überlegt, wie groß die Zahl von hunderten Millionen Jahren ist, dann spürt man richtige Ehrfurcht vor der Erde. Wenn ihr euch für die Tierwelt in der Tiefsee und an Land interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Mini-Dokus. Wollt ihr ein weiteres Video über Krabbeltiere der Urzeit sehen? Dann schaut euch gerne mein hier angezeigtes Video über das größte Krabbeltier der Erdgeschichte an. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.